Hallo, hier ist Claudia Jahn. Ich habe gerade einen Post gelesen in einem Business-Netzwerk und da hat jemand geschrieben, ich bin eingeladen worden, eine Präsentation zu halten und ich habe mich dann nicht getraut. Ich habe abgesagt. Warum? Warum sagt eine Frau ab? Würde ein Mann das genauso machen? Würde ein Mann auch sagen, hey, ich kriege eine Einladung, super Chance, mich zu präsentieren, meine Arbeit, meine Ideen zu präsentieren? Nee, da sage ich ab, weil ich bin nicht gut genug. Aus meiner Erfahrung raus sind es hauptsächlich Frauen, die das machen. Die denken, ich bin nicht gut genug, ich weiß nicht genug, wen interessiert schon, was ich zu sagen habe? Andere wissen sowieso viel besser als ich, meine Meinung wird sowieso nicht gehört. Und das ist was, was wir Frauen verinnerlicht haben, teilweise ganz tief verinnerlicht haben. Und es kommt aus unserer eigenen Geschichte, dass es teilweise immer noch so ist. Ja, ach Mädchen, die brauchen das alles nicht. Die reicht eine kleine Ausbildung, muss gar nicht sein. Ja, das höre ich immer wieder bei meinen Klientinnen. Also ich bin jetzt gute 50. Und da höre ich es immer wieder, dass das so war. Die Brüder sind wichtiger. Ja, ach, ein Mädel braucht gar nicht so viel. Ja. Und man muss das auch sehen, dass ja das auch ein Generationenthema ist. Also was war denn in der Familie? Also auch von Familienstellen weiß man, dass das, was in der Ahnenreihe passiert ist, die letzten paar Generationen, 5, 7 Generationen spricht man, was da passiert ist, dass uns das immer noch beeinflusst. Und schaut euch doch mal die Geschichte an. Was war denn mit euren Großmüttern? Was war mit den Urgroßmüttern? Konnten die sich verwirklichen? Waren die wertgeschätzt? Wurde deren Meinung gefragt? Nee, in den meisten Fällen nicht. Und das finde ich oft so traurig, dass gerade Frauen, also in der heutigen Zeit, die gut ausgebildet sind, wirklich gut fundiert ausgebildet sind, die eine Menge Ahnung haben. Und auch heute, wir haben Fachkräftemangel, wir brauchen die Frauen. Und auch ganz ehrlich, was mich beschäftigt, das ist, wenn wir uns die Welt anschauen, da ist schon einiges im Argen. Da ist ganz viel Gier. Man will immer mehr, mehr, mehr produzieren. Und das ist, glaube ich, eine eher männliche Energie. Und ich finde, uns Frauen braucht es da einfach mit unserer Empathie, unserem für andere mitdenken, für andere da sein wollen, dieses Bedürfnis auch, dass es allen gut geht. Diese weiblichen Eigenschaften, ich glaube, die braucht's und die braucht's auch in vielen Firmen. Und ich finde es dann immer schade, wenn gerade Frauen sagen, nee, ach, da traue ich mich nicht so. Und ja, und dann halten sie sich eigentlich auch selber zurück. Und das Tolle ist ja, wir haben ja mittlerweile diese unglaublich wirkungsvollen Methoden wie EFT, wie Energie, Psychologie, Energy Psychology im Englischen, ja. Ganz viele Methoden, wo wir diese inneren Blockaden, die wir mit uns rumtragen, wo wir die auflösen können. Und es kann ja oft zurückgehen in Kindheitsgeschichten, dass man in der Familie nicht so geschätzt wurde, dass entweder der Papa einem nicht gesagt hat, hey, bist eine ganz tolle Maus, ja. Viele von uns haben das nicht so gehört. Ich höre das immer wieder, dass man sagt, mein Papa hat mir nie gesagt, er findet es großartig, was ich mache, oder er findet es toll, oder nee, das war oft, ja, wie, warum nicht besser, warum nicht mehr? Also in vielen Familien ist so dieser Leistungsgedanke auch da, dieser Leistungsdruck. Ja, du musst schon mehr, 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 immer mehr. Und wenn es mal gut war, dann immer noch mehr. Und es führt natürlich dazu, dass man eigentlich gar keine Lust mehr hat. Ja, wenn man sagt, es reicht sowieso nie. Und wenn man nie diese Bestätigung bekommen hat, dann wird es auch schwer, das später zu sagen, dieses Selbstbewusstsein auszustrahlen. Wo soll es denn herkommen? Aber das Tolle ist, eben wie gesagt, mit diesen energetischen Methoden kann man wunderbar das verändern. Auch dieses, ich bin nicht gut genug, manchmal kommt es ja auch aus der Schule, ja, wo man irgendwie ein kleines Referat gehalten hat und dann wurde man ausgelacht oder einer hat gelacht, muss ja gar nicht wegen einem selber gewesen sein, ja. Aber diese vielen kleinen Erlebnisse, die man da hatte, wo man sagt, ja, das möchte ich nicht mehr, ja, dann stehe ich da vorne und präsentiere irgendwas und dann lacht wieder einer oder schaut komisch oder wie auch immer, ja. Und aber wisst ihr, auf der anderen Seite, wenn man sagt, nee, das mache ich dann nicht. Ja, und dann kommt wieder was, dann macht man es wieder nicht. Und man nimmt sich ja immer zurück. Und irgendwann ist es so, als würdest du echt in so einer Kiste sitzen. Und wenn ich mit Klienten arbeite, dann ist es so, dann erzählt die mir echt, ich habe immer das Gefühl, ich sitze in so einer Kiste. Und da ist so gedeckelt, ich komme da auch gar nicht raus. Und es wird dann immer schwerer. Je öfter du mal Nein sagst, ja, nee, traue ich mir nicht zu, traue mir nicht zu, weil diese
Anteile natürlich auch gestärkt werden. Ah ja, ich habe gewusst, das ist nicht sicher, das ist nicht gut, wenn sie das macht. Dann tritt man zurück und die, die mutig sind, wir haben ja alle verschiedene Anteile, die, die mutiger sind, die werden ja auch nicht bestärkt. Also wird es immer schwerer. Und alleine kommt man da einfach dann nicht mehr raus. Und da ist einfach EFT und gerade in Verbindung, Zusammenarbeit mit einem wirklich fundiert ausgebildeten EFT-Coach toll. Und da gibt es wirklich ganz, ganz tolle Erlebnisse, Ergebnisse für meine Klienten. Da tut sich ganz viel und die trauen sich dann auch wieder was. Und ich habe ja Klientinnen so um 50er Jahren, ja, manche sind 60, manche sind sogar schon 70, manche erst 40. Aber das ist so meine Hauptgruppe, mit der ich arbeite. Und da tut sich immer noch ganz, ganz viel. Und die haben Träume und die haben tolle Ideen. Und ich glaube, diese Ideen werden gebraucht hier auf dieser Welt. Ich meine, schaut euch um, diese ganze Gier, Umweltverschmutzung, das ist doch ganz viel. Ich glaube, dass da viel weibliche Energie fehlt, weibliche Empathie. Das Achten der Schöpfung auch. Ich glaube, wir Frauen sind da gefragt. Und ich fände es schön, wenn sich mehr Frauen trauen. Und ich unterstütze dich gerne. Schreib mir doch in die Kommentare, was du dazu denkst. Und wenn du Lust hast, mit mir zu arbeiten, du dann rühr dich einfach bei mir. Bis dann, ciao.